Über die nächste paar Sendel, oder paar Ramsas Sendel, habe ich das Thema, und die Thema, die kommen alle von der Hebräerbuch rüht. Sonne von Jüntwort haben vielleicht erst die Morgen an, und die Hartwort sagt, jeder Tag rüht schicken, doch von der Hebräerbrief, was von diesen Dingen, die wurden bekannt hier, die wurden ein bisschen Erfrischung sein. Andere Dinge wurden auch bei sein. Aber das wird Ihnen helfen, zu erinnern und was Dinge, was wir haben gelernt und was wir wieder wollen lernen. Ich wollte mal hier sagen, dort eine Person, die kann nur bloß ein Ding, nur wörtlich, wann die dort ist, man konnte eine andere Person erklären. Und das, was uns fehlt, uns fehlt nur dort, wie Dinge hier tun, und die muss studieren tun, und die muss kennen tun, so gut, dass wir das mal zu der nächsten Person kann erklären. Wie viel von uns, wenn wir selber Wort von der Bibel sagen zu der nächsten Person, wir tun evangelisieren, wir tun Erstwort tun, wir reden mit euch, und dann wollen sie Wort weiten, und wir sagen dort, wir kennen dort, und wollen sie haben, wir sollen ihnen dort sagen, und dann weit wir nicht Wort zu erklären, nicht? Dort sage ich mir so viel, dann weit wir dort noch nicht gut genug. So, wir machen dort mal lernen. Paulus heißt zu den Philippa, und Philippa brief, der hat immer wahre, was er denen sagen. Und dann, zu einer Zeit, dann sage ich, du weißt, was mir ist es nicht schwer, das immer wahr zu sein. Wegen jedes Mal sage ich, du weißt, sicher. Und dort ist der Punkt. Wir wollen die Dinge nicht bloß hören, dass wir dort haben, einmal wahr gehört. Wir wollen dort hören und verstehen, dass wir uns mal kein sicherer durch dann sein. Und dort, wo eine Person dann uns kommt und wie Menschen begegnen, dann, nicht können wir eher dort dann auch vertrauen, dass die dort dann auch verstehen können. Und dort, woran die dort leben, das ist mir dort deutlich. So, das, was wir wollen tun. Wir wollen Ihnen ein Bulletin so haben, du fern, hier das Thema, was wir von dir haben. Das heißt, Jehovas Zeugen kämpfen. Und ihr habt vielleicht gewundert, na, ihr habt mal euren Hebräerbrief da euch gelesen. Und du hast ihr nicht gesagt von Jehovas Zeugen kämpfen, du wärst nicht. Aber weißt du, was du hast? Wenn ihr die ersten zwei Kapitel in Hebräer lesen dann, besonders das erste Kapitel, du sind da Dinge, was du rüttkommen dann, was zu tun hast, direkt mit Jehovas Zeugen. Und auch was sie lernen dann. So, wenn wir Hebräer lesen, dann ein Ding fingen wir hier so, dort haben wir ein Teil zu sagen, über Wort, die sein dann. Wir werden das sein, persönlich bitte kennenzulernen. Nun, was wir werden lernen zu tun, Opa, wenn wir mit Jehovas Zeugen reden, dann kriegt sich das mit irgendeiner anderen Person in der Welt. Was wir werden lernen zu tun, das ist nicht bloß ein Überall und sagen, wo dumm sie sind, wo falsch sie sind, und wo verdreht sie alles haben. Wir werden nicht bloß Menschen dort alles sein. Weißt du, was wir mal wollen sagen? Wir werden mal lernen, dass wir können ruhig bleiben und dort, wo Menschen sein, und du mal bloß ein klares Evangelium mal haben. Das ist alles, was wir werden mal lernen tun. Dann kick das, was die Bibel sagt. Wir brauchen Menschen nicht sagen, wo dumm die sind und dit und dort. Ja, wir sagen, kicken wir hier, was die Bibel sagt. Das ist, was wir wollen lernen zu tun. Für Jehovas Zeugen kriegst du Gottes alle anderen Menschen in der Welt. Doch wir können jetzt sagen, das ist, was die Bibel sagt. Hier sagen sie es, das Opa. Die Bibel sagt so. So, das ist ein Teil von einer Korn von Reden über Jehovas Zeugen und Wort von den Dingen, die lernen tun. Aber wir wollen dort ein klein bisschen begrenzen. Wir wollen dann bloß von den Dingen reden, was hier so in Hebräer Kapitel 1 rückkommt. So, wir werden frei unsere Stippe beantworten von dir. Hat Gott Jesus gemerkt? Das ist eine Frau. Ist Jesus wirklich Gott? Wie Jesus ein Engel? Und warum nannte die Bibel Jesus das Erstgeborene? Wegen das sind alles Dinge, wo die Jehovas Zeugen an der Lehren ein klein bisschen anders lernen dann. So, wenn wir mal anfangen, wenn wir in der Bibel haben, Hebräer Kapitel 1, wenn wir die ersten drei Versen mal lesen, sehen wir, was es sagt. Gott, der in vorherigen Tiden Völken und auf viel verschiedene Wege durch die Propheten zu unseren Vorderen geredet hat, hat nun in dieser letzten Teil durch sein Sehen zu uns geredet. Er hat am Dutto bestimmt, alles zu erben. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem Hei in seine Orten wies auch je näher liegend.
durch sein Kraft jetzt wird, dreht in euer Haut hey alles, was du hast. Hei haft uns von den Sinnen gereinigt und sich dann bei der rechten Hand von der Majestät im Himmel gesagt. Nun, ein von den Dingen, ein von den Hauptpunkten, was der Schreiber von Hebräer der rüberbringt, der steht ganz Brief durch das steht. Dort der einzige steht, wo die Rahrung ist, ist bloß an Christus. Wenn du nicht an Christus bist, hast du nicht die Rahrung. Dort ist ein Hauptpunkt, der steht ganz Brief. Und du wegen Schrift die Dinge, was er tut. Du wirst was jüdische Christen, er schrift die jüdische Christen. Und dort hielt sich so, wenn einer der erste ganze Brief lesen, der besonders die letzte paar Kapitel, dort hielt sich so, von Antwort verfeucht für ihren Glauben. Und wie weiten vielleicht, wird vielleicht selbst wird sein für uns, Antwort verfeucht nicht, und dann fangen wir an, treten zu denken, wegen mir der dort nicht schwor, ich will vielleicht nicht verfeugen, mir der dort bedrecken. Vielleicht will ich trägen, nicht? Vielleicht will ich dich gleich machen. Aber wo ist du mit uns noch mehr? Und so für die Juden, wie dort, die dachten dann, glaube ich, drehen und den Judentum. Wegen du bist wie nicht die Verfolgung, wenigstens nicht dann gut. Aber zum Christsein kriegen sie, oder im Christsein, ja, für eine Verfolgung. Und so die kicken dann drehen, nur den Judentum. So wird die Schreiber dann dort hier so, zu den Juden, dort ist heute der ganze Brief erstmal wiesen, dass Jesus als viel besser und viel höher als alles, was die im Judentum hatten. Und heute hat auch eine interessante Weise. Das ist, ich sage, er schrift zu den Juden. Und die hatten dann die alte Schrift, das alte Testament, dort kam von ihnen. Die hatten das, die alte Bund, dort gesagt. Die lebten in ihr dort, die kamen dort alle. Sehr gut. So wird heute dann dort, es ist der ganze Brief, heute hat entwiesen, ne ihre eine Schrift. Dort wird die Hahn, heute hat du Hahn wiesen. Dem entwiesen, dort alles, was die haben gelehrt an den Judentum, und ihr habt gesagt, was Moses hat gelehrt, all die Dinge wiesen, dort die sollen sich an Jesus vorstellen. So die dachten nun, ah, vielleicht mal wir bloß trainieren das Judentum gehen, nicht? Und bei sage ich nur, kicken mal, das Judentum, die Dinge, die ihr haben gelehrt von jenen Schriften, die sagen jetzt, dass ihr sollen nicht zurückkommen. Die sagen, ihr sollen an Jesus bleiben. Jene Schrift sagt, dass ihr sollen an Jesus vorstellen, nicht hier so. Wenn das nicht wird kommen, soll das alles vorbei sein. Das wird gesagt. Das alles wird gelehrt, bad, dort nicht erst wird angesagt worden, was Jesus wird bringen. So, das wird hier weltweit deutlich mehr. Ich sage, kick mal in jene Schriften. Und ich will euch mal wiesen. Das ist die ganze Bibel, der hier dort. Dort jene Schrift sagt, dass ihr sollen nicht an Jesus vorstellen und nicht an das. So, wir mal lesen. Die erste drei Versen. Also die erste zwei waren. Gott, der in verheerten Ferken und abfehl verschiedene Wege, der die Propheten zu uns vorher geredet hat, hat nun in dieser Last, der durch sein Sehen zu uns geredet, er hat am Durto bestimmt, alles zu erwähnen. So bad so weit. Oh, eigentlich wollte ich hier so auch für jeden zu sagen, was wir hier so können sein. Und die dritte Vers auch. Er redet hier so von, dass Jesus hat alles gemerkt. Warum sollen die Juden an Jesus vorstellen? Er gibt bloß Glück im Fleisch, sozusagen, wegen Jesus als Gott. Die sollen an Jesus vorstellen, wegen er als Gott, er ist der Schöpfer in der Unterhölle von alles, was du so hast. Dort warum? Aber der Schreiber ist dort nicht genug, dem drei Versen bloß geschrieben, in dem Brief. Er war nach Meier. So er schrift nach wieder. Aber so hier so haben wir gesagt, Gott in den Verheertiden hat er durch Propheten reden. Wenn Gott will den Menschen was sagen, er sieht was zu den Propheten und die Propheten sehen dort zu den Menschen. So schafft dort. Nun, was von den Dingen deuten die dann zu den Menschen reden? Weil die haben verschiedene Dinge verteilt. Aber ein von den Dingen wir, die Propheten reden von dem Messias, der kommen soll.
Wir fangen dort von Anfang an, bei Adam und Eva auch, durch das ganze Alte Testament, dort die Reden immer waren von dem Messias, der du kommen soll. Und da der nur bei einem Bieter wies, nicht alles zugleich, Gott jef eine Person ein Biet von dem Bild, dann der nächste jef ein Wahrer ein Biet. Wir sagen dort, an Anfang bei Adam und Eva, du hol dir dort all Uppenboats, dort soll ein Messias kommen. Durch Abraham hast du eine gratere Erklärung, hey, der Meier zu Abraham Uppenboaren. Dann zu Moses redet er noch mehr, zu König David, zu Salomo, zu Jeremia, zu Jesaja, zu Hezekiel, zu Micha, zu alle Propheten. Wir lesen in der Schrift, immer, jeder ein kriegt ein Bild von dem Bild von dem Messias. Aber immer bitte wies, durch ein paar tausend Jahre, wo Gott es dort hat, ihr schaut mal, der ist es dort, aber dort alle Prophezeiungen, was die haben dann gesagt, die weisen alle, nur eine steht, nur eine Zeit in der Welt. Weißt du, von der? Die Zeit von dem Messias wird in die 2000 Jahre treffen. Dort weiß alle, du so haben. So nie sagt er, ihr schau mal, heute durch die Propheten geredet, ab vielen verschiedenen Wegen. Aber nun hat Gott mal direkt durch den Sehen geredet. Nicht mehr bieten, wie es nun ist. Alle Bieter, die in dem Old Testament werden gesagt, die werden in alle Topien kommen, so zu sein. Und ich habe das volle Bild von Gott, seine Ratung für die Welt, so wie du in Jesus zu sein. Und nun wird Gott selbst reden zu den Menschen, der Jesus. Jesus hat mit den Pharisäern geredet, den Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten, die würden immer sagen, dass die glaubten in Moses. Nicht? Wir hören ihre Schrift, die lesen dort einmal. Aber Jesus sagte ihnen, er sagt, wenn ihr Moses geglaubt, dann würdet ihr mich auch geglaubt haben. Warum? Weil es Moses Schrift von mir. Er sagt, wenn ihr das haben gelesen, ihr wirklich dort glauben, was die Schrift hier sagt, dann würdet ihr mich auch dann würde ich mir auch glauben, wegen des Schriftkrieg von mir, sagt Jesus. Als Jesus abstunde vom Tod, dann wie er abwachende Emmaus mit zwei Jüngern, sagt er. Am Anfang wissen sie, dass dort Jesus wir. Er hat sich bloß so ein bisschen mal schlecken, nicht? Und die wollten, dass dort Jesus ist. Am Anfang, Luther fing sie dort an wie Jesus. Und dann sagt er, dass Jesus dort entwiesen von Moses an, durch die ganze alte Schrift, hat er entwiesen, alle Städten, wo die von Arm reden. Hat er mal diese Bitte sozusagen, mal durchstehen, sagt, kicke mal, Moses redet von dit, und Moses redet von dit, und hier sagt Jesaja dit, hier sagt Jeremia dit, hier sagt dieser Prophet dit. Er sagt, dit redet alles von mir. So das Alte Testament wiest alle nur Jesus an. Und das ist alle wichtig, wann wir denken, und mit Jehova Zeugen reden. Aber so wie alles, was wir gesagt haben, oder das erste Part wenigstens, die Dinge, die ich nie habe vertraut, die Jehova Zeugen würden noch mit alles stemmen. Wisst ihr dort? Die würden noch mit stemmen mit diesen Dingen. Für das erste Part. Jesus ist der Messias, da würden sie sagen, hier ist das, was die prophezeit wird. Ja, würden sie sagen, Amen. Bevor wir wieder reden. Der letzte Punkt von Vers 2 und Vers 3. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt, der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem Heil in seinen Orten, wie es auch Genève liegt. Durch seine Kraft wird dreicht und unerhält er alles, was du hast. Er hat uns von den Sinnen gereinigt und sich wie der rechte Hand von der Majestät im Himmel gesagt. Keiner hat Gott gesehen. Das ist, was die Bibel sagt. Wenigstens nicht ganz klar, so ist Gott es. Du sind Menschen, die haben sozusagen ein bisschen von Gott gesehen. Aber ein bisschen so ein vermischtes Bild gesehen. So ist Abraham selbst, so ist Moses. Die haben Wort von Gott gesehen, was die Bibel sagt dort. Aber die Bibel sagt uns auch dort, keiner hat Gott ganz verfolgt gesehen. Du hast gleich, ich habe gleich. Keine von diesen Propheten haben, die haben Wasser gesehen. Aber wir haben Jesus gesehen.
Dort sagt hier so, dort der Sehen strahlt der Herrlichkeit von Gott aus, dem wir nicht sein können. Dem hei an seine Orten wie so genäht liegend. Das, was wir sein können, wir können Gott nicht sein, aber wir können Jesus sein. Das, was Jesus auch Thomas sein, das Thomas sieht, wies uns den Futter. Wies uns den Futter, sage ich zu Jesus. Und dann sage ich Jesus, sieh ich so lang, wie du warst, und du kannst mich nicht. Das, was ich sage, dort wird Gott wie ein Jesus zu sein. Nee, ich würde gleich in Wortfarschen in Kolosser zu lesen. So, da muss ich Kolosser blättern. Und wir wollen drei von Kolosser und Hebräer. So, da bett von diesen Städten in der Bibel und du so täten. Über Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Dort ist so, an Christus wohnt alles, was Gott ist, ganz wirklich. Alles, was Gott ist, wohnt an Jesus. So, wo viel fehlt noch? Das sage ich, alles, als du bist, an Jesus, aus einer physischen Person. In Hebräer hat, wie ihr lest, dort diesen sehen, und dort hat alles gemerkt, der ist an wie die Welt gemerkt, und er hat auch alles unter Helm. Und Jesus wird alles verkäveln, sozusagen. So, er hat nicht bloß gemerkt, aber er dreht, und das Hebräer sagt, der Sehen Kraft wird dreht in unser Haut, alles, was du so hast. Aber war er in Kolosser, Kapitel 1, Vers 15 bis 20, hier ist ein Teil interessanter Band. Christus liegt jenev Gott, den wir nicht sein können. So, wir können Gott nicht sein. Aber Christus liegt am ganzen Leben. Hei wir durch euer irgendwo, ob ihr gemerkt wird. Durch am mögt Gott alles, was im Himmel und ob ihr gemerkt worden ist. Wort zu sein ist und wort nicht zu sein ist. Auf Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten. Dort ist alles durch am und für am gemerkt. Hei wir durch euer irgendwo gemerkt wird. Und durch ihn besteht alles. Der Gemeinde ist sein Körper, und er ist der Kopf, dort Haupt, und von ihm kommt dort Leben, und er ist der Erstgeborene von den Todes. Dort er an alles den ersten Platz hat. Gott gefällt dort, dort der Sehen, der volle Gottheit an sich hat. Durch den Sehen, wo Gott alles mit sich versehen, alles, was auf ihr oder im Himmel ist, du, der dort Jesus Frieden gemerkt hat, der sein Blut am Kreuz. So, hier ist ein Teil, nicht? Ich meine, hier kann einer Weg über predigen, was hier alles, was ihr sagt. Aber das erste Ding, was wir morgen tun, ist, hier sind wasser Dinge, hier ist gerade nicht das Hebräerbrief, was geschrieben wird in Kapitel 1. Und dort redet hier so auch von Jesus aus der Erstgeborene. Dort werden wir von reden, ab eng von der Botschaft. Aber wofür sage ich dort hier so, wo viel von Gott wie ein Jesus bin? So, erstens, Vers 15 sagt dort, Christus liegt genev Gott, den wir nicht sein können. Aber am können wir sein. Und Vers 19 sagt, dort Gott gefordert, dort der Sehen, der volle Gottheit an sich hat. So, hier war die Frage. Wo viel von der Gottheit wie ein Jesus bin? Die ganz volle. Nicht? Dort wieder alle Bären. Wo deit Gott dann die Welt versäumt mit sich selbst? Dort sage ich dort, Gott gefällt dort Heiwut, der ganz volle Gottheit, an ein Körper in den Stall, Jesus, ein physischer Körper, so dort Heiwut ein Mensch worden, so ist wie, und dies Jesus wurde an der ganz volle Gottheit ben wir, er würde in seinem Blut verjäuten, für unsere Sinnen, und er würde sich dann selbst versäumen mit sich selbst. Du wie ein Priester wird viel zu betonen für den Sinn, und Gott sagt, ich tue mich an diesen Körper nennstellen selbst, und ich werde Priester betonen für die, wo du nicht betont hast, wo du schuldig bist, der Gott selbst.
Gott ist an Jesus Ben, hat wir physisch und hat starf dann für uns. Aber wenn wir weiterlesen, Vers 16 und 17. Derch am, so das dritte haben wir von Jesus, die Person, die wir kennen, dann. Derch am, mögt Gott alles, was im Himmel und auf der Erde gemerkt worden ist. Was zu sein ist und was nicht zu sein ist. Auf Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten, durch das alles derch am und für am gemerkt. Hei wie du euer irgendwo gemerkt wird, und derch am besteht alles. So, was hat Jesus alles gemerkt? Er sagt alles, nicht? Alles, was im Himmel ist, und alles, was auf der Erde ist, sagt er, dort alles durch Jesus gemerkt. Und er sagt doch, dort ist alles für arm gemerkt. Durch arm und für arm. Dann haben wir das im Denken. Wir wollen bald sein, woran. So, Jesus mögt die Dinge, was wir sein können. Dort sind dann das Ecken, die er mögt uns, er mögt die Welt, er mögt die Stirns, er mögt alle Dinge. Aber er mögt auch die Dinge, was wir nicht können sein. Und dort bedient so viel die ganze erste Welt. Habe ich auch gemerkt, Engel sind du auch bei. Und dort ist auch wichtig, für Luther, für einen Punkt, wo wir wollen haben. Das habe ich alle gemerkt. So, nicht drei nur Hebräer. So, ich glaube, wir haben das über dem klar, dort Jesus hat alles gemerkt, nicht? Und dort ist alles für ihn gemerkt. Wir werden mal Hebräer Kapitel 2 lesen. Vers 19. Wenn er auch ein Stückchen Lehre tun muss aus der Engel, sei wie Jesus nun mit ihr in Herrlichkeit gekrönt. So, das redet hier so von Jesus und dort heißt er demütig und er war eine Person. Menschen sind ein Stückchen Lehre aus der Engel. Das ist, wo wir sind. Und Jesus wollte Platz nehmen von den Menschen, so er hat sich nicht demütig und er ist nun eine Person geworden, so wie Menschen Lehre aus der Engel. Für ein Stückchen. Dort er können für unsere Sünden sterben. Und wieder sage ich dort, dort ist du derst, dort er den Tod geleden hat, Gott seine Gnut wundert so, dort er für alle Menschen den Tod schmecken muss. So er deutet, dort er können sterben für die Menschen. Dann verstehen. Nie jeder dann ne Gott. So nie haben wir das Bild vielleicht von Gott, den Führer, würde vielleicht dann sagen, nicht? Gott für dem alles ist, und durch dem alles ist, wuldet so, dass er dem, der viel Kinder zu der Herrlichkeit geführt hat, und den Anfang zu viel gemerkt hat, durch Lieden vollkommen. So, wir haben gut gelesen, dass viele Versen dort ganz klar, wie alles wie durch Jesus gemerkt, alles wie für Jesus gemerkt. Aber nun haben wir hier das Bild von Gott, der Führer. Wir würden sagen, vielleicht, wenn wir mit Jehovas Zeugen würden reden, dann würden wir reden von Jehova, nicht? Hier sagt er dort, Gott, Jehova, er hat alles gemerkt und alles ist für ihn gemerkt. So, hier ist dann die Frage. Wer hat alles gemerkt? Deut Jesus dort merken oder deut Jehova dort merken? Beides. Jesus ist Gott. Und wir wollen bald anfangen, Jesus ist Jehova. Aber warum ist das wichtig? Jehovas Zeugen, das ist, was sie sagen. Ich sage, ein Teil von den Dingen, was wir haben gesagt, würden die Jehovas Zeugen mit anstimmen. Wenn ich würde sagen, mit den Jehovas Zeugen, du wirst mit dir reden. Du wirst sagen today, Jesus hat alles gemerkt. Er hat die Stirn gemerkt. Er hat die Erdbau gemerkt. Er hat die und mich gemerkt. Und die würden sagen, Amen. Wir würden sagen, Jesus ist der Messias, dort versprechen wir im Alten Testament, der kommen will. Die würden sagen, Amen. Und wir würden dann sagen, Jesus ist Gott. Und wir würden sagen, nicht Amen. Hier ist der Unterschied. Und das macht wie klar und krank wurde alles. Wo sind wir eben rein und wo ist Europa im Bett verschieden? Die sagen, dort Jehova, den
wirklichen, allmächtigen Gott, der Gott von Israel, der höchste Gott, wo wir können sein, hat Jesus gemerkt. Das wird er sein. Er hat Jesus gemerkt. Und dann all das andere, dort hat Jesus gemerkt. Dort, woran, wo ich mit dir würde reden und ich würde sagen, dort Jesus hat alles gemerkt, die würden sagen, ja. Wird es dir sagen, auch der hat alles gemerkt. Bloß, Gott hat erst Jesus gemerkt. Das ist doch, was die sagen. Und du hast dann einen großen Unterschied, nicht? Nun, viele von uns, glaube ich, sind bekannt mit Johannes Kapitel 1. Und ich am Anfang, wie das Wort wie bei Gott, und das Wort Gott wie das Wort. Durch haben wir alles gemerkt, ohne haben es nicht gemerkt, was gemerkt worden wir. Und so jeder wird, dann sagt er, das Wort, Wort, Mensch und Wund mag uns. Wer ist dort? Das ist Jesus, nicht? Jetzt von wo das reden wird. Das Wort wie ein Anfang, und das Wort Wort Mensch. Die Jehovah's Zeugen, die haben auch ihre eine Übersetzung, was die brücken tun. Und du haben sie dort ein bisschen anders übersetzt. Die sagen uns, es steht am Anfang wie das Wort, und das Wort wir bei Gott, und das Wort wir ein Gott. Das Wort wir nicht den allmächtigen Gott, das Wort wir ein anderen Gott. Dort wie einer, der den Allmächtigen hat gemerkt. So würden der dort sein. Nun, der haben der Übersetzung, woran der dort sein dort, und dort würde eine ganz andere Lektion sein, woran der dort sein dort. Du, weil ich da nicht Tüffeltien nennst bin. Aber eigentlich würde ich gleich zu morgen, dort ist das. Alle andere Übersetzungen, und dort, wo Gott eine schlechte Übersetzung ist, und alle Sprachen sagen alle dasselbe. Dort wird wir Gott. Jeder eins, das ist gleich. Und dort, wo schlechte Übersetzung ist. Alle griechische, italienische Menschen, die studieren, alle Übersetzer, von 100 Jahren Treibet, die haben immer übersetzt, denselbe Wahrheit, die haben alle klar, dort bedient, weil ich dort wird wir Gott. Bloß die Jehovah's Zeugen haben dort nie gesagt, no, dort ist ein Gott. So nie, I mean, vielleicht sind die der Einzige, die dann klug sind, ich weiß nicht. Aber bloß dort wieder ein Ding antworten und alle andere sein dort. Nie, ich würde kein viel mehr über dort sein. Aber in dort aus dieser Forschung durch so in Johannes Kapitel 1 werden oder nicht. Aber es sind ein Teil andere Forschung in der Schrift, der doch ganz klar sein darf, dass Jesus dort wird essen, dort wird wir Gott. Und dort bestätigt es durch viele andere Forschen, dort er es wirklich reich übersagt. Nun, Jehovas Zeugen sagen, Jesus ist vielleicht ein Gott. Die würden nicht sagen, dass Jesus ist Jehovah. Wegen Jehovah, dort ist der Allmächtige. Nun, ihr habt vielleicht nur gehört, einzig muss sein wie Jehovah, einzig muss sein wie Yahweh. Ich will nicht lang von reden, aber das Bär ist dasselbe. Die Ursache ist, weil es Menschen wollten nie nicht mehr kriegen, wo Gott sie nun mal gesagt. Und du sagst, da ist er ungefähr. Du weißt nicht, du hast da mit den Juden. Und wo ernst die werden mit diesen Dingen. Du weißt nicht, wo nicht reicht das. Aber wir waren wegen wie da mit Jehovah Zeugen, die uns handeln, wir waren am Jehovah an. Viele nicht, die am Yahweh. Aber das ist das Salvia. Okay? Das ist Gott, was wir von reden tun. Die würden nicht sein, dass Jesus als Yahweh. Aber wenn wir mal Johannes Kapitel 1 drehen, ein kleines bisschen wieder in Kapitel 1. Vers 22 und 23. Und hier sagt die Wort, wo Priester und wo Leviten, die kommen zu Johannes der Täufer. Und die werden am Freund und sagen, wer bist du? Wer bist du? Warum bist du, was du das? So hier ist, was sie sagen, Vers 22. Dann sagen sie zu Arm, zu Johannes der Täufer, wer bist du? Dort wie du eine Antwort geben kann, die uns geschickt haben, was sagst du von dir selbst? Und hörst nie, was Johannes der Täufer sein der von sich selbst. Er sagt, ich sehe einem seiner Stamm, der in der Wildnis schreit, merkt dem Herrn sein Weich Glück.
so es der Prophet Jesaja gesagt hat. Nun, keiner wurde bestritten, der Jehovas Zeugen oder andere, keiner wurde bestritten von Worten, die so reden wird. Der Glauben alle, dass Johannes der Täufer, hei wir da, der soll der Weich reit merken für Jesus. Das weiß wir alle nicht. Hei mögt den Weich reit, und nun am kam Jesus. Hei ist der Herr, von wo das hier so reden wird. Wir werden dann denken, und das ist ganz klar, das ist kein Zweifel, das redet von Jesus. Wir werden mal sein Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Das ist, was Johannes von reden wird. Jesaja 40, Vers 3. Du schreit eine Stimme, merkt ein Stich in der Wildnis für den Herrn, merkt ein Glicken weich in der Wildnis für unseren Gott. Hier ist das bekannt? Der nicht? Das ist dasselbe Ding, was Johannes heute sagt. Johannes heute sagt, axi dei, von wem Jesaja geredet hat. Axi dei, den war ich reut mir an det für den Herrn. So er sagt hier so, okay, merkt dein Glicken weich in der Wildnis für unseren Gott. Okay, dann würden wir auch sagen, okay, dort ist sie dann noch klar. Jesus Gott, nicht? Weil er merkt, der weich reit für Gott. Aber wenn wir dann haben einen Zweifel sein, dann werde ich ihm Nachwort vertellen. Du meinst, das ist falsch. Kann ich sagen, wenn ich das falsch hier so lesen darf? Dort wird Herrn hier so. Das ist alles in großen Lettern. Das ist alles groß geschrieben. Ihr wollt morgen, wenn ihr den Alten Testament lesen darf, dort alle ihr wissen wollen, besonders wenn ihr nicht wollen, hier so durch Jesaja lesen, immer war das Wort Herr oder Herrn, alles groß geschrieben. In anderen Tiefen aber nicht. Weißt ihr, woran das ist? Wenn immer ihr sein dürft, in dem Alten Testament, dort wird es ganz groß geschrieben, alles. Dort meint, dort dort wird, was du wort ever sagt, Herr, dort ist der Name von Gott. Dort ist dort nun, wo wir würden sagen, Jehova ist. Aber es ist eins die andere dann sagen, Yahweh. So wird hier so in Kapitel 40, wird gesagt, du hast das, merkt einen Stich in der Wildnis für dem Jehova. Merkt einen Weich in der Wildnis oder einen Stich in der Wildnis für dem Yahweh. Das wird falsch gesagt. Wer wir den Herrn verwort Johannes, der den Weichhut mir an? Jesus. Wer wir hei? Jehova. Das würden Jehovas Zeugen über sein. Jesus ist über Gott Jehova. Aber das sagt hier dort der Es. Gott hat viele Numes. Elohim wird am genannt, andere Dinge wurden am genannt, und die wurden auch noch mal gebrückt für andere Dinge auch. Aber der ein Wort, was bloß Wort für Gott gebrückt, bloß einzig für Gott, dort ist dort ein Wort, Jehova oder Yahweh, wo immer einer dort wörtlich wird, sollen sein, da wollen wir Gott mit einem Fremden, wie wir im Himmel sein. Gott, wo mag ich dir nun wörtlich sein? Da wird bloß gebrückt für den allerhöchsten Gott. Bloß für ihn. Und hier wurden sie gebraucht für Jesus. Nun, das sind auch andere Versen, wo Jesus auch Jehova nannte. Wir wollen nicht alle lesen. Aber wo wir wiedergehen in den nächsten Thema, ich glaube, das wird selbstverständlich sein, wo ist die Frau, ist Jesus ein Engel? Na, ich glaube, wir haben doch Kläue gekriegt. Nein, er ist kein Engel, nicht? Es ist Jehova, ist Gott. Warum würde ich denn nicht das sagen? Weil das ist wichtig, wegen der Jehovas Zeugen, die sagen auch, dass Jesus ist ein Engel, dass er ist den mächtigen Engel, das ist Michael, den Archengel, das wird er sein. Er ist der Stärkste, der Größte. So das ist, wer er ist. Er ist der Archengel Michael. Das ist, ich sage, ich glaube, das ist so klar genug durch diese andere Dinge, dort er nicht ist, aber das geht, dass wir diesen Thema auch besser lernen dürfen. Durch das erste Kapitel in Hebräer, er redet krank von dem, durch das meiste, was heute Jehovas Zeugen geschrieben hat. Wegen dem Wort, das ich sage, hat er zu Juden geschrieben,
nicht die Jehovas Zeugen über das Wort Krieg für ihn getroffen. Und er hat ihm bewiesen. Er hat für ihr gesagt, dass Jesus als Gott und er auf alles gemerkt. Aber nie sagte, wegen er will ihm bewiesen, dass Jesus als viel Herrscher und Beter aus den Engeln. Er sagt, kijk mal, was jene Schriften, der Old Testament, dort, was hier so bin, ist, jene Schriften sagen, sind steht über die Engel, aber die sagen, sind steht über die Sehen, über den Messias, über Jesus. Das sind die Engel und das ist der Messias. Und sie sagen, kijk mal, der Unterscheid, was hier so ist. Du wie ein großer Unterscheid. Falls du sagst, dort sagst du so, dort, der Engel, die sagen arm und beten. Engel don Jesus und beten. So, das ist dann zwar eine Position, was du so hast, nicht? Der don arm und beten. Vers 7 und 14, Bett von den Falschen, du sagst, dort Engel sind deiner. Das, was die sind. Aber Vers 8 sagt, dort Gott ist, die sehen, er ist ein König. Er regiert. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und den Engel. Vers 10 hier sagt wieder, dort sagt, dort redet Worte von Jesus, am Anfang hast du, Herr, den Grund für diese Welt geleicht. Und der Himmel ist ein Werk von deiner Hand. Dort redet hier wieder von Jesus. Und wenn du hier in der Bibel hier so kicken, dann, von Vers 5 ganz bis Vers 14, das meist alles bloß genommen vom Alten Testament. Er hat hier nicht die Dinge geschrieben, was er selbst hat gesagt. Er wies denn alles, was er redet, bloß direkt kickt. In der Schrift sagt es steht, im Jesaja, das sagt es steht, in den Psalm, das sagt es steht, hier so. Alle Versen sind bloß vom Alten Testament. Ich sage, don't ich mein Wort nehmen für dit. Das wird jene Schriften sagen über den Messias. Wo viel besser und härter er ist als der Engel. No, Jesus, er ist nicht ein Engel. Das prüft der Schreiber deutlich zu mir an. Er ist nicht. Er ist gerade, er ist viel besser als der Engel. Er kann dann nicht der Archengel Michael sein. Und dann noch ans letzte Punkt. Was wir dann in Vers 6 hier so fängt und auch in Kolosser. Das sagt, Gott sagt, dass wenn er sein Erstgeborenen war er eine Welt anbringen wird, dann sollen all seine Engel arm anbeten. Die Jehovas Zeugen, die wollen so stet sein. Kicke mal. Hier sagt hier das ganz klar, dass Jesus als der Erste, der geboren ist. Du meinst so viel, dass Gott hat arm den Erste gemerkt. Das heißt, der Erste geborene. Ich sage, ich glaube, wir haben noch genug hier zum Weiten, dass dort stirbt nicht. Aber, weil wir mal von dem reden, wegen dit sind Dinge, was die sagen dürfen. So, was von der Antwort kann ich geben? Well, das erste Ding, was wir hier so sagen dürfen, was auch wichtig ist zum Andenken, dort sage ich, wenn der erste Geborene, Jesus, wenn er in die Welt kommt, dann wollen all die Engel am anbeten. Einig, was die Schrift ganz klar sagen wird, im Alten Testament auch im Neuen Testament. Du hast bloß eine Person, den wir sollen anbeten. Bloß eins. Weißt du, wer das ist? Bloß Gott. Das, wem trifft dort nicht. Kein Engel nimmt jemals in der Bibel Anbetung an. Nach nur proben sie, und sagen sie, wow, wow, no, actually bloß deine, sagen sie dann zu den Menschen. Die don't in Amma ne Gott wiesen. Aber hier sagt die Schrift, wo Gott hat gesagt, Jesus soll angebetet werden. Woran ist dort? Wegen Jesus als Gott. Heißt der Einzige, der soll angebetet werden. Das keinem. Aber was meint dann das Wort erste Geborene? Ein Ding ist sehr einfach, das meint von die beste erste Geborene, nicht? Ich sehe das dritte Geborene. Ich habe zwei ältere Brüder. Aber besonders, das spezifisch meint, der erste Sehen in einer Familie. Das ist der erste Geborene. Woran ist dort wichtig? Wegen der erste Geborene, der hat einmal verreicht den Buwe andere. Der kriegt meist andere. Der hat eine Stallung, eva andere. Das wie eine Position, wo du ein erste Geborene sehen wirst. Das ist, woran Jakob der erste Geburtsrecht wo von Isaac. Isa, wir eingeboren als Jakob. Und so dann, nicht, dass er darüber verkehrt, und Jakob für den Kampf gesorgt.
Und wir wissen, was für Schulden das Luther bringt. Hat. Wegen aus den Erstgeborenen hast du eine Stahlung über die andere, eine Familie. Wegen dort, wegen dieser Bedienung, deuten die Menschen, die dort anfangen zu brücken, für das Wort, nicht bloß die erstgeborene Person in eine Familie. Die fangen an zu brücken für Menschen, die vielleicht so geirrt wurden, oder Menschen, die eine Stahlung oder Verreichen haben, buwe andere. Und die denken direkt nicht mal einmal brücken für Menschen. Ich will nicht wissen, was ich meine. 2. Mose, Kapitel 5. Vers 22 und 23. Du wirst dem König sein, so hat der Herr gesagt, Israel, als mein erstgeborener Sehen. Und ich sei dir, lud mein Sehen gut, dort heim ich dein Korn. Wenn du dort nicht luden wirst, dann post ab, dann wo ich den erstgeborenen dort leben nehmen. Das ist die Geschichte, wo Moses und Aaron, die sollen nicht den Pharao gehen, wie es die Israeliten, die sind alle vor. Und Gott will haben, Pharao soll nicht losluten, die Geschichte kann wie. Und so, das ist, was Gott hat gesagt, er soll, oder die sollen zu den Pharao sein, dass Israel als mein erstgeborener sehen. Du dort sehen, Gott sagt, Volk, das ist nicht nur eine Person. Warum sagt ihr dort, dass das die erstgeborene, wegen Gott hat das Volk Israel gewählt für einen besonderen Zweig? Er hat ihr ein Verrecht gegeben, indem er wohl Erdbrücken zu dem Messias in der Welt bringt. Er hat ein besonderes Ding, wo er wohl Erd verbrücken. Und so, die haben Verreichen, die haben eine Stahlung. Und eben andere Menschen, die ein Ding, dass der Messias soll durch ihn kommen. Das ist ein Verreicht. Da meine ich, dass die Rat sind, bloß wegen dort. Aber die haben ein Verreicht aus einem Volk, dass der Messias soll durch ihn kommen. Gott hat ihn gewählt. Aber hier ist meine Frau, ich dachte, Jesus, wie Gott sein Erstgeborene. Ist das, was wir haben gelesen? So, als Jesus dann Gott sein Erstgeborene, oder als Israel. Das Volk Israel Gott sind erstgeborene. Wo werden wir wieder lesen in Jeremia? Jeremia, Kapitel 31. Jeremia 31, Vers 9. Die wollen ab dem Trewach hielen, und ich war an treistenden Läden. Ich war an der Wutestreuen wiesen, und ab ein Glähen war ich fielen. Dort sie sich nicht verstorben. Ich sehe Israel sind Fuder und Ephraim als mein Erstgeborene. Na, ich dachte, Israel, wie Gott sein Erstgeborene. Hier sagt Gott nicht, Gott hat nicht durch, war er durch Propheten reden. Nun sagt er, dort Israel als mein Sehen, aber Ephraim als mein Erstgeborene. So, wie ist das dann nun? Israel oder Ephraim oder Jesus? Und weißt du noch das Wort? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer Ephraim war. Ephraim war ein von Josefs seine Sehens. Josef im Alten Testament, der du in Ägypten war. Ein von den seine Sehens, den sie nun wie Ephraim. Und weißt du was? Haben wir nicht mal die erste geborene physische Sehen? Manasse wir. So, erstgeborene meint nicht einmal unbedingt die Person, die erstgeborene ist. Wo die Hauptzeugen waren, haben wir sie nicht glauben, dass er ist. Wir können ganz klar sein hier so, dort bedient Verreichen, dort bedient eine Stahlung, eine Position für was immer dort ist. Gott braucht das auf verschiedene Wege. So, Jesus, er ist die erstgeborene, er ist Eva alles. Er hat eine Stahlung. Eva alle andere. Eva alles, was im Himmel, Eva alles, was auf der Erde ist. Jesus ist Eva dort. Er hat alles gemerkt. So, nun werden wir trägen, dann nur Kolosser. Wurde auch reden dort von der Erstgeborene. Kolosser Kapitel 1. So, wir haben erst Vers 15 durch 20 gelesen. Wenn wir hier so in Vers 15 lesen, dann applaudiert sagt dort der zweite Half, hei wir du eier irgendwo, ob ihr gemerkt wart. So, das dreht hier von Jesus. Nun, andere Erwartungen, die seien dort so steht.
die sagen dort, hey, er ist die erste Bühne von aller Kreatur. So hier plötzlich schauen die dort, das steht, wie gesagt, hey, wie du irgendwo, ob ihr die merkt wart. Aber andere Eva sagt, und ich glaube, seine Chlorer, die reden einfach von der ersten Bühne. Hey, er ist die erste Bühne von aller Kreatur. Hey, er ist Eva aller Kreatur. Er hat das alle gemerkt. Er hat eine Stallung, Buwe alles, wegen er hat das alle gemerkt. Und dann Vers 18, du sagst dort, wer er ist die erste Bühne von den Todes. Woran? Dort hat er alles den ersten Platz haft. Gott wird ein Mensch, wir haben gelesen, dort der ganz volle Gottheit wird eine Person, dort wie du an der physische Person bist, dort hat er sein Blut für jeden, für andere Sinnen und dort betonen. Er starf dann aus ein Mensch für uns, und er stund dann ab, und all die, die vom Tod wurden abstunden, sozusagen, er ist leider, er ist ever all die, die vom Tod wurden abstunden. Er hat immer den ersten Stopp nehmen für alles. Gott tat das alles. Er hat die Rettung geschaffen. Er hat die Menschen raten. Er hat das selbst betont. Er hat alles gemerkt. Alles ist unser Arm. Er ist der Erste. Er war alles. Das ist, was er prüft, zu sein. Du bist keiner Buwe, Jesus. Jesus ist Gott. Und die Jehovah's Zeugen sind alle. Und das werden wir anfangen, Chlorer zu kriegen. Nicht bloß, wenn wir mit Jehovah's Zeugen reden, aber dafür müssen wir wirklich die Chlorer kriegen für uns in das Leben. Wegen dem Maya wieder geboren hier, und was wird verteilt zu der nächsten Person, von der oder morgen, woran dort verjüngt wird, Sache geworden. So ich sage, wenn ich erst bei dem Punkt kann kommen, und ich wollen das kann erklären zu der nächsten Person, dann hast du Gott behalten. Und dann wird die nächste Person dort viel deutlicher sein. Und dann, wenn die erste wird Frauen tun, irgendeine kleine Frauen, dann hast du leicht die Antwort gesagt, hey, weißt du was? Ja, ich habe das mal studiert und das wird wir. Und wir sagen, ah, okay, ja. Ah, nun mag das sein. Wir werden bei dem Punkt kommen, wo wir nicht die Menschen bloß übrauen tun, dass sie alle falsch sind, aber dass wir wirklich mal können erklären, was das Evangelium ist, nicht? Wenn wir alle zu beten, dann wollen wir noch ein Leid sehen. Himmlisch Vater, wir danken dir. Für was die hast du und Herr, wo wir können so klar sein, dass die wir schon in der Welt angekommen für uns. Du hast alles getan, du hast die Rettung durchgestellt, du hast die Sinne betont. Herr, du hast dir aufgemerkt für uns. Wir danken dir für dort und musst dir doch bloß klarer merken für uns persönliches Leben. Herr, ich bete, du musst jedem einem Sache merken, endet. Dass jeder einer weit aus der Ende sind oder nicht. Die Rettung ist bloß du und Herr, musst dir dort klar merken für jeder einer von dir. Wir in Jesu Namen. Amen.